Also ich muss sagen, ich halte dieses Projekt aus Wiesbaden für außerordentlich wichtig, weil es zeigt, dass man, wenn man sich Mühe gibt, auch als Kommune, als Stadt in der Lage ist, innovative Projekte voranzutreiben. Den ÖPNV freizumachen von Emissionen ist eine große Aufgabe und man nutzt die Fördermöglichkeiten, man nutzt das, was wir heute an Technologie zur Verfügung haben, um das in Wiesbaden bis 2022 zu schaffen. Hut ab, klasse Idee und wir werden das vom Bund natürlich auch entsprechend unterstützen. Also ich denke, die Idee, den ÖPNV emissionsfrei zu machen. Die Idee, das Ganze auch möglichst schnell anzugehen, das kostet Geld. Die ist lobenswert und man muss vor allen Dingen sagen, dass diejenigen, die dahinter stecken, auch keine Mühen und Kosten gescheut haben, das Ganze politisch durchzusetzen. Das wird von einer breiten Mehrheit im Stadtparlament getragen und das ist besonders wichtig, um entsprechend Fördermittel zu bekommen und so ein Projekt dann auch auf Bundesebene für andere Städte und Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Also klare Ansage für alle anderen, schaut euch das an, wie die das in Wiesbaden gemacht haben. Das ist eine wirklich gute Idee, die man auch umsetzen kann. Also ich denke, wir haben viele Verkehrsunternehmen in Deutschland. Unternehmen, die sich momentan Gedanken machen, wie sind wir in der Lage, unsere Flotte, die teilweise auch schon die Jahre gekommen ist, abgasfrei zu machen. Und da gibt es eigentlich nur einen Weg, den Weg in die Elektromobilität. Ob das jetzt Batterie oder Brennstoffzelle ist, mag ich dahingestellt sein. Diese Idee umzusetzen, sollte als Leuchtturm für alle anderen gelten.